Guten Abend, wir sind hier im offenen Kanal Merseburg-Querfurt. Bürger machen Fernsehen. Das ist Sonja und ich bin Nordica. Insgesamt waren wir heute aber 7 Teilnehmerinnen und ein Teilnehmer. Der Anlass dieser Sendung ist der heutige Girls and Boys Day. Dort wurden uns heute verschiedene Berufe in den Medien vorgestellt und auch erklärt. In den Beiträgen geht es um Geschlechterklischees in den Berufen. Diese Beiträge werden Sie auch gleich sehen, und zwar sind das einmal der Schiebefilm und ein Rollenspiel. Wir wünschen noch viel Spaß und gute Unterhaltung. Zuerst lernten wir uns kennen, indem wir uns gegenseitig vorstellten und auf ein Blatt zeichneten, was uns ausmacht. Danach interviewten wir uns gegenseitig und fragten uns über unseren Berufswunsch und unseren Vorstellungen von typischen Männern- und Frauenberufen aus. Glaubst du, dass es typische Frauenberufe gibt und typische Männerberufe? Also an sich denke ich mal schon, dass es in manchen Berufen sich schon unterscheidet, dass da mal mehr Männer arbeiten als Frauen oder andersrum. Also in dem Sinne, ja. Ich denke, es gibt immer unterschiedliche Voraussetzungen bei jedem Beruf und manche treffen eher auf Männer oder auf Frauen zu, aber im Endeffekt, wenn eine Frau zum Beispiel etwas sehr körperlich Anstrengendes machen möchte, was eher auf Männer zugeschnitten ist, dann können die das auch machen. Okay. Also Männer machen, denke ich, noch so mehr Programmierer und sowas. Da gibt es, denke ich, wenig Frauen. Und Frauen, da ist mehr so Tierärztin oder sowas. Glaubst du, dass es typische Frauenberufe und typische Männerberufe gibt? Ja, ich glaube schon. Was wären solche Berufe? Ich glaube, für Männer mehr sowas mit Werkzeug und Autos und bei Frauen zum Beispiel Lehrerin. Was war dein erster Berufswunsch, an den du dich erinnern kannst? Ich glaube Krankenschwester oder Tierärztin, Verkäuferin. In welcher Richtung jetzt, also im Laden oder jetzt? Ja, bei Handy oder so. Was erwartest du, wünschst du dir vom heutigen Tag? Dass ich noch mehr übers Schneiden und Film lerne. Okay, danke. Ich wünsche mir, dass ich jetzt hier so einen offenen Kanal und Medien ein bisschen mehr kennenlerne und dass ich vielleicht auch einige meiner Geschlechterklischees bei Berufswahlen ablegen kann. Okay, danke schön. Also ich habe ein Bild von. Später wurden durch kleine Spiele geschlechtertypische Berufe in Frage gestellt und das Geschlecht der Erfinder anhand eines Textes erraten. Schließlich patentieren. Das Familienunternehmen, in dem auch die Söhne mitarbeiten. Anschließend listen wir uns in 2 Vierergruppen auf. Die erste Gruppe filmte einen Schiebefilm und die zweite Gruppe ein Rollenspiel. Weil du sagen wolltest, irgendwas mit meinen Kindern hatten neulich im Kindergarten so tolles Essen. Da steht, wie gefällt das mit dem Punkt im Kindergarten. Ich kann ja nicht sagen, ich bin mehr über den offenen Kanal lange und habe das auch ein bisschen gelernt. Das ist Hugo. Hugo überlegt schon seit einer Weile, was er werden möchte. Er hat schon länger überlegt, was seine Interessen und Fähigkeiten sind. Er könnte sich vorstellen, folgende Berufe auszuüben. Diese erzählt er seinem Vater. Hugo, jetzt wo du bald deinen Abschluss in der Tasche hast, solltest du dir langsam mal darüber Gedanken machen, was du werden willst. Ja, ich weiß, ich habe schon ein paar Berufe in Betracht gezogen. Na dann schieß mal los. Du weißt ja, dass ich gerne kreativ bin und mit Menschen zusammenarbeiten möchte. Deshalb habe ich darüber nachgedacht, entweder Florist oder Kindergärtner zu werden. Hugo, was sagst du da für einen Quatsch? Das sind doch keine Berufe für einen Mann. Werd doch lieber Kfz-Mechaniker, da kannst du ganz kreativ Teile zusammenschrauben. Aber du hast doch gesagt, dass ich machen kann, was ich will und was mir Spaß macht. Hugo wird hier mit einem Thema konfrontiert, welches viele junge Leute betrifft. Geschlechterklischees sind gesellschaftlich gerade im Bereich der Berufswahl weit verbreitet. Das muss und sollte nicht so sein, denn jeder sollte selbst entscheiden können, welcher Beruf am besten zu einem passt. Nachdem Hugo und sein Vater ein weiteres Gespräch geführt haben, ist sein Vater zu dem Entschluss gekommen, dass es nicht wichtig ist, was in der Gesellschaft als männlich oder weiblich angesehen wird. Hauptsache, man hat Spaß bei dem, was man tut. Also ich hoffe ja, das Mittagessen, was wir uns bestellt haben, schmeckt genauso lecker wie zu Hause.
Also ich habe mir Spaghetti bestellt. Das hatte meine Tochter Mia auch letzte Woche im Kindergarten. Apropos Kindergarten, da fällt mir ein, dass Mia jetzt einen neuen Kindergarten hat. Sie schwärmt immer von ihm und dass er so fürsorglich ist. Kindergärtner? Du gibst einem Mann deine süße kleine Mia? Die arme Mia, ich meine, es ist doch ein Mann. Hä? Wo ist da jetzt das Problem? Verstehe ich aber gerade auch nicht. Mein Mia liebt ihn und er ist so fürsorglich. Na, aber Männer haben doch Männerberufe zu tun und Frauen Frauenberufe. Der Mann hat aber genau die gleiche Ausbildung wie die Frau. Darüber habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht. Aber der ist doch bestimmt total aggressiv. Die arme kleine Mia und die anderen Kinder. Ich meine, da gibt dem bestimmt nur Gummibärchen und deshalb mögen sie diesen. Woher willst denn du das wissen? Der ist bestimmt total liebevoll. Aber ein Mann kann doch genauso wenig ein Kindergärtner sein, wie eine Frau eine Hausmeisterin oder so. Erledigt. Sie sind hier für die Heizung verantwortlich? Na, das ist ja kein Wunder, warum es hier so kalt ist. Wenn Sie dafür verantwortlich sind, funktioniert doch hier eh gar nichts. Ich bitte Sie, nicht ich war für diese Heizung verantwortlich, sondern die Männer. Und die waren zu faul, um es zu machen. Siehst du, es liegt nicht immer am Geschlecht. Finde ich auch, dass du ein bisschen übertreibst gerade. Ja, meinetwegen, ihr habt ja recht. Entschuldigung. Es tut uns wirklich leid. Wir sahen unseren Sendebeitrag zum heutigen Girls and Boys Day. Darin konnten wir erkennen, dass wir unsere Berufswahl auch völlig unabhängig von Geschlechterklischees treffen konnten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Abend und tschüss.